Oh. Kolonie 9. Here we are. I better stop in at HQ. You off to the weapon development lab? Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right. See you later. Servus, bis später. Und Hextral, wie gefällt es dir bisher? Gruppe verwalten, Gruppenmitglieder wechseln, aktive Gruppe, einer Reserve, null Gäste, auch nicht. Menü öffnen. Ausrüsten. Item-Details. Zwischen 12 und 20 Autoangriff haben wir gerade, das ist nicht viel. Leere Sockel. Effekte anzeigen, so. Alter, da fuchsen wir uns schon nach und nach schon rein. Händler, willkommen, hier könnt ihr kaufen und verkaufen. Digga, lern doch mal lesen. Händler sind doch ein gekennzeichnet. Erbeutete Items verkaufen. Ich verkaufe doch nie. Das, weißt du, ob man das brauchen kann? Verkaufe Items an Händler, um Geld zu verdienen. Niedriger Wert, hoher Wert. Okay. Mission annehmen. Nähere dich einer Figur mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf und drücke A, um ihren Missionsauftrag zu hören und anzunehmen. Erfolgreich beendete Missionen werden mit Geld, Erfahrungspunkten oder Items belohnt. Gehört Dabak oder? Nähere dich einer Figur mit Eigennamen und drücke Y, um den Tauschhandel zu eröffnen. So kannst du dir bisweilen seltene Items ertauschen. Aktivitäten abseits der Handlung. Nebenaufgaben wie Mission und Tauschhandel haben keinen Einfluss auf den Verlauf der Haupthandlung. Sie können dir jedoch Vorteile auf deiner Reise verschaffen. Joa, sieht besser aus als auf der Wii. Steuerung könnte mir gefallen. So, wie, wo, was, irgendwie da, poppt alles mal auf. Neuer Ort, Geschäftsviertel. So, das war falsch. Handlung. Die seht ihr jetzt natürlich nicht, ne? Doch, seht ihr schon, aber jetzt nicht mehr. Egal, das lese ich hier vor. Rain hat Dienst, daher beschließt Schalk ins Forschungslabor zu gehen. Es befindet sich im Truppenviertel von Kolonie 9. Funktion noch nicht verfügbar. Du kannst noch keine aktive Mission festlegen. Im weiteren Spielverlauf kannst du aktive Missionen festlegen und hier den dazugehörigen Fortschritt sehen. Okay. Hey, servus, Dorothea, servus. Ich frage mich, wie es meiner Kollegin geht. Sie hält für gewöhnlich Wache am Eingang zum Wohnviertel. Sie ist schon länger bei der Truppe als ich. Wenn ich Glück habe, lädt sie mich bald wieder zum Essen ein. Hihi. Harmoniediagramm. Verknüpfungen im Harmoniediagramm. Figuren mit Namen werden im Harmoniediagramm registriert, sobald du sie ansprichst. Dort sind auch die Harmonie der Gruppe und die Verknüpfungen von Nebenfiguren abgebildet. Trophäe, dein erster Freund. Neue Harmonie-Infos. Achso, ne, Tutorial wollte ich nicht. Ist wieder hier. Ah ja, hier. Harmoniediagramm. Kolonie 9. Dorothea. So, tauschen. Regner Schmuck und kleiner Panzer. Aktive Zeit 6 bis 18 Uhr. Nette Soldatin. Weiblich, Vollkoms, Alter 19. Äther. Besucht oft Ätherlaterne. R-Verfolgung, okay. Ah. Oh. Hey, den wollte ich. Okay. Oh, hi. Tauschen? Immer doch.
Welches Item soll ertauscht werden? Wähle ein Item aus dem Angebot deines Tauschpartners. Items werden stets einzeln getauscht. Dein Tauschpartner wird nur höherwertige Items als Bezahlung akzeptieren. Wähle ein Item, von dem du dich bedenkenlos trennen kannst. Überreichst du ein besonders wertvolles Item, erhältst du vielleicht einen Bonus. So. So, warte mal. Regner, Tauschwert 2-3. Dieser Apfel ist der Hit auf jeder Party, bringt Leben in die Bude. Süßes Maschinenteil ähnelt dem Stummelschwanz eines Hasen. Ich glaube, die kann eine Hasendiode brauchen, oder? Doch, glaube ich. Regners Schmuck, alles nehmen. Tschüss und bis bald. Tschüss. Ey, gestiegen. Was ist jetzt gestiegen? Sind wir gestiegen? Das will ich jetzt wissen. Stufe 4. Waren wir vorher Stufe 4? Wo sehe ich denn hier mein Charakter betrachten? Das wollte ich nicht. Untermenü. Auch nicht. Schrottwert. Ach, Schrottschwert, nicht Wert. Nein. Nein, das finden wir schon raus. So, warte mal. Ne. Die Störung der Harmonie jetzt was? Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier drüben? Dunbans Haus. Ehering. Chat, bitte sagt mir, man kann hier nicht aus Versehen heiraten. Bin Skyrim. Das tut mir jetzt sehr leid, aber ich habe da drüben was gesehen. Ohoho, ich habe noch mehr gesehen. Nein, dann bin ich beruhigt. Okay, was ist blau? Du bist aggro, oder? Kann man nicht. Hey, das da unten sieht ange... Oh, da kann man runter. Wie komme ich da runter? Gibt es hier keine Karte oder so? Ah, gibt es. Okay. Erstmal ein bisschen umschauen. Okay, was habe ich hier wieder noch nicht mitgekriegt oder übersehen? Was ist die unterschiedlichen Schilde? Mal gucken, ob wir das noch rausfinden. Einfach mal ein bisschen sammeln. Ah, ich habe Karte gefunden. Ich habe gefunden, wie man hier runterkommt. Ja, laufen wäre schon nice. Also schneller laufen. Ich kann langsam gehen. Jetzt gehen wir in dem Tempo hoch, oder? Brauchen wir mal so 3 YouTube-Folgen oder so. Ich würde sagen, wir machen mal das, was wir sollen, hä? Nachdem wir den Punkt da hinten noch eingesammelt haben. Und den da ganz hinten lassen wir bleiben, weil der Tüch ist größer. Ey, die Zeit vergeht ja aber schnell. Alter! Die Zeit vergeht ja aber schnell. Ich bin doch gerade erst angekommen, warum bist du schon wieder duster?
Ah, okay, die roten Punkte sind Monster. Ich dachte, das sind die. Oh. Das ist hier gelb. Ja, wir gehen mal da hoch. Die Items, die du da sammelst, ist der Kram für die Item Collection. Welche? Die blauen Punkte da, ja, das dachte ich mir schon. Okay, laufende Schlaftabletten. Oh. Extra, ich kann dir nicht versprechen, ob der Stream heute bis nach 0 Uhr geht. Wird er dann wieder tun, wenn ich endlich einen neuen Monitor habe? Ah, mal gucken. So. Was hast denn du zum Kaufen? Ich habe ja Geld, ich habe 100.000. Wähle ein Item und drücke A, um es zu kaufen. Navigiere mit L und R durch die Gruppe, um die Wertveränderungen durch das Item zu sehen. Lege gekaufte Ausrüstung im Ausrüstungsmenü an. Ach, automatisch ausrüsten geht nicht, oder wie? Defensivmesser. Hier, 103.000 haben wir, okay. So, 9er Kappe. Ach, muss ich gedrückt halten? Typus leicht. Hat Bikini? Dekadenter Kyras. Den kann er anlegen. Bikini kann er nicht anlegen. Anlegen. Bikini-Oberteil für Damen. Wattiert für zusätzliches Volumen. Okay. Männer werden hier diskriminiert. Dürfen kein Bikini. Wenn jetzt die aber vielleicht ein Bikini anlegen will. Scorpi, na wie geht's dir? Bei Nachteulen beliebte Kleidung hält definitiv wach. Ein Salon-Jackett soll wach halten. Wie funktioniert das? So, verkaufen. Item-Kategorien. Wähle ein Item und drücke A, um es zu verkaufen. Wechsel die Item-Kategorien. Von Gefährten angelegte Items sind durch ein A gekennzeichnet. Knochenhammer. Ohne Beschreibung. Agi hoch 2. Jui Reddish. Achso, das war für Kelly. Mir geht's gut, das freut mich. Ja, mir geht's langsam besser. Ich glaube, die Cam rechts unten ist auch scheiße, oder? Gibt's hier nicht irgendwie eine Kategorie alles? Pola, na wie geht's dir? Ich muss leider drüber labern, sonst steht Content-ID an. Das wäre ein bisschen uncool. Polat, vielen, vielen Dank für deinen Resub im 33. Monat und hat mir meine Frau vorhin gerade gebastelt. Auch wenn du jetzt, wenn ich nicht deine Prime Queen sein darf, setze ich trotzdem das Krönchen auf. Das üben wir nochmal. Setze ich das Krönchen auf, habe ich gesagt. Dann sag einmal. So. Vielen, vielen Dank, Polat, für 33 Monate Support. Ich habe schon gesehen, du hast Offstream reingesappt. Und ja, hallo erstmal, schreibt er. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Willkommen zurück in der Traumgarde. Auch du darfst deine Bar-Quadrat-Zentimeter im Traumland neu einrichten. Und wärst du circa 2 Stunden eher gekommen, hätte dein Level 3 abgeschlossen. Jo, vielen, vielen Dank und hoffe, du hast immer noch Spaß hier. So, das mit dem Teil müssen wir nur üben. Wie geht's? Ey, langsam wieder besser. So, bin gerade voll am Suchten. Das ist voll das Spiel für dich. Die nächsten 8 Wochen, Polat, für dich nur noch Xenoblade Chronicles. Kein anderes Spiel mehr. Von den 10.000, die du jeden Tag spielst.
So, also hier so über alles gibt's hier nicht, oder? Okay, steht hier irgendwo die Kategorie? Alles Sortierung zuletzt. Das sind Kristalle. Ah, da steht's. Kristalle, Sammelitems, ah, gefunden. Sollte man Sammelitems verkaufen? Ich weiß nicht, oder? Oh oh. Da gibt es im Besitz Maximum. Das finde ich jetzt ungeil. Das finde ich richtig ungeil. Sollen wir mal hierher gehen? Ne? Ich will ja nicht verkaufen, ich will es anlegen. Knochenhammer. Ach, vergleichen kann ich hier nicht, oder was? 38,70. Gibt es hier irgendwo Minimum, Maximum? Gibt es hier irgendwo eine Geschwindigkeit? Weil das Ding ist nämlich voll lahmarschig. Das da. Aber zwei Slots. Ah, leerer Sockel. Die haben wohl schon drin. Okay. Maximal 99. Ja, wahrscheinlich wegen Xenoblade 2, ne? Ich warte mal noch mit verkaufen. Ja, im Ausrüstungsmenü, aber ich will ja hier. So. Kolonie 9 Bewohnerin. Wusstest du, dass unsere Körper zum Teil aus Äther bestehen? Und nicht nur unsere Körper, auch der Stuhl da drüben. Und sogar Steine. Fast alles auf Bionis ist aus Äther geschaffen. Äther ist die Grundlage allen Lebens und Seins. Noch eine Bewohnerin. Kauft eine dieser wunderschönen Ätherlampen. Ein Augenschmaus für jedes Haus. Ein solches Qualitätsprodukt findet ihr sonst nur selten. Sag mal, Kelly, Pola, Textra, eventuell Interesse an einer, wie heißt das Ding, Ätherlampe? Greift zu, bevor sie ausverkauft sind. Heute gibt es 50% Rabatt. Well. Nachts verkaufen sich meine Ätherlampen besonders gut. Wen wundert? So ein romantisches, schönes Lämpchen und 50% Rabatt drauf. Ich darf wohl keine kaufen. Good day. Wir Homs brauchen jede Nacht unseren Schlaf. Die Mechern dagegen nicht. Denen ist es egal, ob es Tag oder Nacht ist. Wir müssen wirklich rund um die Uhr auf einen Angriff gefasst sein. Oh, no, 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 no. Kolonie 9 Bewohnerin. Georgios Curry ist bestes Curry auf ganz Bionis. Schon probiert. Oh oh. Geht schon los, erste Quest. Hi there. Will meinem Sohn eine Rüstung in seiner Größe anfertigen. Ich habe nur leider nicht genug kleine Schuppen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Materialmission 2. Wo ist 1? Bitte von Kolonie 9 Bewohner. Der Bewohner möchte für seinen Sohn eine Rüstung anfertigen. Besorge ihm das fehlende Material. 800 Geld, glaube ich, keine EP. Sammle eine kleine Schuppe in der Region von Kolonie 9. Angenommene Mission im Missionsbuch einsehen. Ihr besorgt mir eine. Danke. Ja, das ist mir schon klar, dass die Ausrufezeichen die Quest sind. Aber da stand halt Material Blabla 2. Kleine Schuppen kann man von Lachsmonstern erbeuten. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu viele Umstände. Doch, machst du. Ich sehe hier nirgendwo Ausrufezeichen. Alter, wie verwinkelt ist denn das hier?
Rühle, Leute! Ah, guck mal. Da drüben. Desiree. Hallo. Oh, Schalt, da bist du ja. Ich suche schon überall nach dir. Hier, schau mal. Irgendwie ist mir meine Uhr kaputt gegangen. Ich sag's ja, ich kann einfach nicht mit technischen Geräten umgehen. Da sind wir schon zwei. Vor allem, wer hat aufgepasst, hä? Zwei. Könntest du sie dir nicht einmal ansehen? Wow, ja, die sieht wirklich ziemlich kaputt aus. Dein Vater war doch Mechaniker, oder? Hat er dir nicht beigebracht, wie man so etwas repariert? Er hat es versucht, aber ich habe einfach kein Talent für sowas, das kenne ich. Oh ja, ist das ein Zwilling von mir oder was? Wir sind dann aber tatsächlich zwei Eik, okay? Als ich klein war, habe ich ihm oft bei der Arbeit zugesehen. Er konnte so toll mit dem Hammer umgehen. Da sage ich jetzt nichts dazu. Aber jetzt ist er fort. Und ich bin einfach nicht mehr. Egal wie sehr ich mich anstrenge. Entschuldige, Desiree, ich wollte nicht, dass du traurig wirst. Hi, bin ich auch nicht, keine Sorge. Der Tod meines Vaters liegt schon ein Jahr zurück. Ich denke, ich bin darüber hinweg. Also, wie sieht es aus? Kannst du meine Uhr reparieren oder nicht? Also, Desiree, du weißt schon, ne? Was Tigerle nicht essen kann, macht er kaputt. Ist so. Ab heute Morgen habe ich meinen Monitor berührt, bam, kaputt. Desiree hat dir die Uhr kaputt gemacht. Geh ins Forschungslabor und repariere die Uhr. Oh toll, danke. Aber sie ist ziemlich kaputt. Ich werde sie im Labor reparieren müssen. Das könnte dauern. Desiree ist Uhr erhalten. Oh. Ey Jungs, ihr habt hier eine Treppe vergessen, ihr Pfeifen. Miller, was hast denn du? Ihr wollt mit mir tauschen? Na gut. Kolonieschuhe. Hey, das wäre jetzt natürlich sinnvoll. 6-6. Physische Abwehr, Ätherabwehr. 6-6. Nee, da warten wir mal noch. Streicheln. Ich schwänze und schwänze und sie merkt es nicht einmal. Oder sie merkt es und denkt nicht daran, mich suchen zu lassen. Hä? Sie ist so nutzlos. Und was labert der? Material 1 gibt es von dem Noppon zwischen 6 und 18 Uhr. Boah. Who's this? Ich versuche eine Falle für Insekten zu basteln. Aber es fehlt mir an wichtigen Materialien. Helft mir doch mal kurz. Der Mann möchte eine Insektenfalle bauen, aber ihm fehlen Materialien. Besorge ihm das gewünschte Sammel-Item. Danke, ich war wirklich kurz davor, alles hinzuwerfen. Mission erfüllt. Easy. Der Mann möchte eine Hammer schon. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Er konnte die Falle bauen, aber kein Insekt fangen. Problem gelöst, Trophäe. Who's this? Ah, da ist er wieder, der Käfer. Du gehst mir auf den Keks, du blöder Käfer. Halt, nein, ich meinte nicht dich. Das würde ich dir auch geraten haben, du. Okay, das war easy. Maulschüsse, Schlüssel. Alter, lesen klappt heute super, hä? Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie haben die hier vergessen, Treppen zu bauen, oder? Treppe gefunden. Oder auch nicht. Und da kam ich doch.
Hui! Hey. So, lass mal gucken. Mission, Sammel-Items, Kollektionen. Machen wir mal. Hauen wir da mal rein. Kategorie vollständig, Giftschutz 3. Nehmen wir. So, Prärielibelle haben wir. Riesenhornisse haben wir auch. Und Weißkäfer haben wir gleich 3. Hallo ist. Ich glaube, da fehlt noch einer, oder? Schneeplatte haben wir auch. Okay, wichtig, erst da reingehen, registrieren und dann verscherben. So, Rekorde. 4 von 150. Alter, hier seitenweise, da so geht's. Ah, so heißt es. Angriff von hinten. Gibt Senepe. Erste Schritte, okay. Da gucken wir mal, was wir da so. Haben. Dumme Dinge tauscht. Das ist Cheaten. Kelly. Du immer noch am Cheaten bist. Der Tauschen gültet nicht. Und hier schon mal als Hinweis, ja, ich kann sehr gut in die andere Richtung laufen, als wo mich die Quest hinführt. Da war ich schon. Sonst ging es da ja, ne, da ging so das eine Ding, ne? Weil wir sind da links gegangen und dann ging es noch geradeaus. Hey. Koloniebewohner 9. Hier steht jeden Morgen dieselbe alte Dame. Und sie redet immer zu dasselbe. Ihr solltet sie mal hören. Ich sag's euch, die ist ganz seltsam. Ja, jeder braucht seinen Fetisch. Sag ich immer wieder. Ich kann mich da nur wiederholen. Hallo. In dieser Gasse versammeln sich immer ein paar verdächtige Typen. Die führen doch garantiert nichts Gutes im Schilde. Mit denen will ich lieber nichts zu tun haben. Ja, dann geh doch nicht hin. Jetzt dachte ich, das ist so ein eigener Punkt. Jetzt ist das so Noppon. Ja. Truppenviertel geradeaus, nur Polen Kugelwurf entfernt. Was? Ach komm, Hom versteht nicht. Meinte Steinwurf entfernt. Aber wir haben ihn hier nochmal gesprochen. Ich muss da nochmal kurz reinkommen, ja? Noppern kriegen eventuell wieder ihre eigene Aussprache. Okay, wir laufen jetzt dann doch mal in die Richtung. Warte mal. Ja. Nachts dürfen Amas Heier machen. Leider schnack laut, kann selber nicht schlafen. Halt, ich sehe da Quest. Hallo. Servus. Ich habe meinen wertvollsten Besitz verloren. Mein Ehering. Er ist so winzig, ich habe schon überall nach ihm gesucht. Würdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich bitte euch. Hab ich schon. Annehmen. Ich möchte nicht, dass sich meine Frau aufregt. Ich zähle auf euch. Easy. Du hast die Bitte des Bewohners erfüllt. Bei ihm zu Hause werden keine Teller fliegen. Das hätte ich jetzt aber gern gesehen. Ach, TEP und TAP gibt's auch wieder. Ach, ich muss dahin? Ich hasse solche Entscheidungen. Mindestschaden plus 12 oder Maximalschaden plus 12 mindest. Reisepunkte entdecken. Auf deinem Weg wirst du Reisepunkte, wichtige Örtlichkeiten und geheime Bereiche und Orte, interessante Gegenden entdecken. Sobald alle Orte und Reisepunkte einer Region gefunden wurden, wird die Karte vollständig aufgedeckt.